Fabian, kannst du uns erklären, wie man feststellen kann, ob eine Person noch atmet? Zum Beispiel bei dem Arm gibt es eine Pulsschlagader und die kann man dann überprüfen, ob die dann noch sozusagen tickt. Und wenn die dann noch tickt, dann ist noch Puls vorhanden. Es geht genauso beim Herz oder beim Hals halten. Wobei Hals oder hier beim Arm, wie gesagt, am besten ist, weil man das da am besten merkt. Toll, das ist schon mal richtig gut. Wollen wir noch eins machen? Nein. Bist du fit? Schön. Dann erklär uns auch nochmal den Hausnotruf. Also da gibt es so einen Knopf, wenn man sich dann zum Beispiel mal jemand verletzt hat im Haus und zum Beispiel jetzt nicht mehr hochkommt als Telefon, kann er diesen Knopf drücken. Und wenn er diesen Knopf dann drückt, dann kommt dann Hilfe vorbei und hilft demjenigen. Cool, war super.